Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something in the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Lasst mich in Ruhe! Wir starten jetzt in das Add-on von Skyrim, und zwar nach Dawnguard. Und das hier ist der Einstieg. Der war jetzt nicht ganz so bombastisch inszeniert, wie man sich's vielleicht erhofft hätte. Ja, man muss tatsächlich einfach nur in einer Handvoll Städten, unter anderem zum Beispiel in Riften, neben einer Wache stehen, die erzählt dann davon, wow, es gibt jetzt Vampirjäger. Da würde ich auch mitmachen. Das ist also ähnlich vieler Modifikationen da draußen, also Quest-Modifikationen, wo man irgendwie Leute ansprechen muss, die dann irgendwo hinplatziert wurden oder schon mal da waren und ganz plötzlich neue Dialoge haben, um dann mit dem Abenteuer zu beginnen. Genau. Und hier beginnen wir dann tatsächlich mit dem ganzen Add-on und können dann einfach beschließen, ja, das klingt doch nett, ich gehe da auch mal hin. Wir wissen dann auch automatisch dank Karte, wo das ist, können hinreiten. Und finden dann die Dawnguard in einer schicken großen Festung. Die streiten sich ein bisschen mit anderen Vampirjägern. Und wie es so ist in Skyrim, sie haben ein Problem, können es aber nicht selbst erledigen, weil sie in diesem Fall mit Reparaturen ihrer Burg beschäftigt sind. Ja, verstehe, weil ich denke mir immer, oh, die Typen haben riesige Waffen auf dem Rücken und sind x Leute und die können trotzdem ihr Problem nicht lösen, das sollst du alleine machen. Ja. Hier sehen wir auch, es gibt eine neue Waffe, also eine neue Waffengattung, nämlich die Armbrust. Sehr schick und sehr zielgenau anscheinend. Oh. Ja, macht auch ordentlich Schaden. Man kriegt direkt hier eine, wenn man bei der Dawnguard anfängt, in die Hand gedrückt. Und die haut schon ordentlich rein. Steht also einem Bogen auch in nichts nach, was irgendwie Nachladezeiten oder so angeht, von meinem ersten Eindruck her. Aber ich mag sie nicht so wirklich, deswegen bin ich dann doch wieder mit dem Bogen unterwegs. Die haben dich jetzt in eine Höhle geschickt? Die haben mich überraschenderweise in einen Dungeon geschickt, in eine Höhle, wo Vampire und anderes untotes Kroppzeug unterwegs sind, wie diese netten Skelette. Die dich nicht sehen. Ja, ich kann sehr gut schleichen. Das ist, also, ich habe das mit meinem hochstufigen Charakter gespielt. Habe ich mich bei Skeletten eh schon mal gefragt. Die können dich nicht sehen, die haben keine Augen. Ja, die Skelette sollten eigentlich auch nicht rumlaufen. Also, da kann ich schon mal ein Auge zudrücken. Und, naja. Also, wenn man schon die Hauptquest durch hat oder eine von den Fraktionsquests oder so, also schon ein gutes Stück weiter ist, ist es auch überhaupt kein Problem, einfach bei Dawnguard einzusteigen. Das wäre meine nächste Frage gewesen mit dem Schwierigkeitsgrad, wo der denn ungefähr dann angesiedelt ist, ob man schon bis, sagen wir so, Level 60, 70 hochgeskillt haben muss oder hochgespielt nein, haben muss. Nein, nein. Ich glaube, ich bin mit dem Charakter Level 27 und man sieht, diese Vampirette hier versucht ihr Leben auszusaugen und sonst was und das macht mir fast gar nichts. Also, das lässt sich alles ganz gut überleben. So, und was genau sollst du in der Höhle nochmal machen? Also es heißt, hier ist Vampiraktivität. Die versuchen hier irgendwas zu finden, aber sie kommen damit selbst nicht so wirklich klar. Deswegen schicken sie mich, um rauszufinden, was die hier wollen. Ich hatte übrigens auch nicht wirklich irgendwelche Bug-Probleme. Das wird ja sehr viel berichtet, dass mit dem Add-on in der europäischen Version es eine Menge Ärger gibt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht was damit zu tun hat, dass der Code, den ich eingelöst hat, mir nur die englische Sprachausgabe gegeben hat, aber immerhin deutsche Untertitel. Und das Hauptspiel habe ich auch auf Deutsch, das heißt, es macht kein Problem, das miteinander zu kombinieren. Und du spielst die PC-Version gerade? Nein, das ist die Xbox-Version, ne? Weil die ist jetzt auch raus. Der Rest muss noch ein bisschen warten. I never forget who my friends are. So, wir finden dann in dieser Höhle, wie immer in Skyrim, gibt es hier riesige Kavernen, also dass der Norden dieses Kontinentes nicht einbricht, überall, wundert mich auch. Und hier sind tatsächlich mehrere Vampire und ihre Schergen dabei, zu versuchen, ein Rätsel zu lösen. Du schleichst dich jetzt an und versuchst sie dabei daran zu hindern oder zu überraschen oder selbst das zu machen? Oder? Ich weiß noch nicht so recht, was mich hier erwartet zu dem Zeitpunkt, weil ich nur weiß, hier machen Vampire irgendetwas, aber niemand weiß so recht, was. Das heißt, ich habe mich hier hingestellt, ein bisschen belauscht und die reden halt so drüber, dass sie diesen Ort endlich gefunden haben, aber sie nicht wissen, was sie hier machen müssen, um da irgendwie ein Versteck zu öffnen. Wie man sieht, laufen sie auch da hinten so ein bisschen konfus herum. Das ist auch das Schöne an Skyrim und den Modifikationen, dass die Figuren so noch so ein Eigenleben haben, aber auch mitten in der Quest ihren Aktivitäten noch nachgehen. Ja, und halt eben die ganzen gescripteten Gespräche führen. Also wenn man so einen Schleichcharakter spielt wie ich, kann man auch wirklich schon mal einfach daneben stehen, zuhören und rausfinden, worum geht's hier eigentlich. Schicke Robe übrigens, die du da anhattest, beziehungsweise schicke Klamotten. Ja, das sind die Sachen, die man kriegt, wenn man die Diebesgilde-Quest zu Ende bringt. Die bei mir kaputt war. Die war bei dir kaputt. Ja, da kam dann irgendeine Figur nicht mehr an, die ich hätte ansprechen müssen und das war halt
sehr lange her, dass ich die Quest angefangen hatte. Und jetzt haben sie dich entdeckt. Ja, das macht aber auch nicht viel. Ich glaube, ich habe seine Leber getroffen. Nein, wie gesagt, also mit einem hochstufigen Charakter ist Dawnguard überhaupt kein Problem. Ich glaube, das ist auch dafür gedacht, dass man, wenn man noch nicht so lange, so viel Zeit in Skyrim verbracht hat, auch schon einsteigen kann. Es ist ja nicht ganz so wie bei Oblivion, da hat es ja wirklich alles skaliert. Da habe ich auch mal neu angefangen und direkt die Shivering Isles, also da das große Add-on als erstes gemacht. Naja, also man sollte vielleicht schon ein bisschen Erfahrung haben hier. So, jetzt das Rätsel. Man muss hier tatsächlich einfach nur Kohlebecken durch die Gegend schieben, um diese lila Lichtschleier durch die Gegend zu schicken. In ein bestimmtes Muster zu bringen oder muss man da irgendwie nur in die Mitte kommen? Man muss einfach diesem Lichtschleier folgen. Der geht dann immer ein Stück weiter und man muss also das Kohlebecken so hinschieben, dass es dann an einem Punkt ist, wo es offensichtlich das dann aktiviert, damit es weitergeht. Also es geht im Grunde nur darum, dass es einmal eine geschlossene Linie bildet, alles zusammen. Und dann fährt hier der Boden in die Tiefe und gibt dieses Ding in der Mitte frei. Vielleicht sollte man in der Buffshow-News darauf hinweisen. Achtung, Spoiler für die Quests. Ein, zwei Spoiler. Also wir zeigen nicht zu viele Story-Spoiler hier jetzt, sondern nur den Einstieg praktisch in die Geschichte. Und hier fällt raus, eine blasse Frau mit tiefem Ausschnitt. Was soll es anders sein? Es ist ein Vampir. Und sie hat schlicht und einfach mal eine Elder Scroll auf dem Rücken. Was mich jetzt so ein bisschen in Rage versetzt, wenn man nämlich die Hauptstory durchspielt und da keine Ahnung wie viele Stunden drin investiert, seine eigene blöde Elder Scroll aus diesem Zwergending rauszuholen und hier pennt sie in ihrem Sarg und wir hätten einfach nur ein paar Vampire töten müssen, um eine Elder Scroll zu bekommen. Du hast bis dahin nicht gewusst, dass sie da drin ist und diese Elder Scroll bei sich hat. Also nein, das ist tatsächlich so ein bisschen Überraschung. Ich wusste nicht, was kommt jetzt. Und zack, wir haben eine Vampirette und sie ist eigentlich sogar relativ sympathisch und sie liegt da sehr, sehr lange drin, denn wenn man ihr sagt, ja, hier streiten sich die in Anführungsstrichen Ureinwohner von Skyrim und das Kaiserreich, fragt sie, was für ein Kaiserreich? Warst du schon sehr lange dran. Und sie hat dir aber auch eine Aufgabe gegeben, oder? Sie bittet mich darum, sie nach Hause zu begleiten. Und hier sehen wir auch ein paar neue Monster. Also es gibt mit den ganzen Vampiren ein paar Arten von neuen Untoten und ähnlichem Viehzeug, was durch die Gegend zieht, wie diese Gargoyles hier. Wir sehen halt ein bisschen aus wie die verwandelten Vampire, was wir später noch sehen werden. Die dir aber auch nicht viel entgegenzusetzen haben? Nee, vor allen Dingen sehen sie mich nicht. Ich habe mich sehr gefreut, ich habe schon eine Weile nicht mehr Skyrim gespielt, auch grundsätzlich über die neuen Features vom Pferd aus kämpfen, diese Kill-Animationen auch für Fernkämpfer. Da war vieles auch nur durch Mods möglich bisher und jetzt bringt dieses Addon die Sachen als legitimes Feature ins Spiel. Ja, ist überhaupt kein Problem mehr. So, wir bringen sie nach Hause, das ist eine finstere Festung, wirklich am Hintern der Welt. Und ihre Familie, die auf sie wartet, seit über 1000 Jahren offensichtlich, besteht natürlich auch aus Vampiren. Ich habe keine Ahnung, was sie in dieser langen Zeit gemacht haben, während sie gewartet haben, aber offensichtlich haben sie niemanden gestört bisher. Und sie bittet uns halt drum, noch mit reinzukommen, sozusagen auf einen Kaffee. In eine Vampirfestung kommt doch mal mit rein. Ja, ja. Und sie sagt, ah, bitte seid nett und bringt nicht alles rum, was hier rumläuft. Ich weiß, ihr habt was mit der Dawnguard zu tun, aber ihr müsst ja nicht direkt jeden hier einen Pfahl durchs Herz rammen. Sie hat für draußen sogar die Klamotten gewechselt. Super. Hat sie? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Sie hatte vorhin keine Kapuze auf, als du sie befreit hast. Worauf du alles achtest. So, wir haben sie heimgebracht und jetzt kommt der Punkt, ab dem wir auch nicht weiter spoilern wollen, denn jetzt kommt eine der typischen Skyrim-Entscheidungen, für welche der Fraktionen wollen wir weiterhin arbeiten. Die Vampire pissen sich hier so ein bisschen gegenseitig an. Du warst so lange weg, was machen wir jetzt damit? Oh nein, deine Mutter ist eine Schlampe. Also ist da nicht alles gut im Hause Vampir? Und er hier, Fürst Harkon, der Obervampir in dieser Festung, der bietet mir an, dann gleich im Gespräch, möchte ich auch ein Vampir werden von seiner Gattung oder nicht. Ich finde das hier aber auch schön detailreich, ne? Die Leute, die hier am Festschmaus sitzen und da hinten liegt auch ein toter Mensch. Da gab es schon mal eine ähnliche Quest während des Verlaufs in Skyrim. Ja. Aber man muss ja nicht unbedingt auf das Addon warten oder auf den DLC warten, um Vampir zu werden. Das kann einem auch zwischendurch mal passieren. Ja, aber es gibt nicht so viele Vampire in Skyrim. Man muss schon wissen, wo die rumlaufen. Es gibt ein paar Quests, die einen darauf hinweisen, wo man die dann töten soll. Da kann man Vampir werden, muss man aber nicht. Und hier kann man sich halt auch für eine spezielle Art Vampir entscheiden, für den Vampirfürst, kriegt damit auch ein neues Sternbild und kann coole Kräfte freischalten, wenn man den will.
Und ab jetzt ist es dann halt die Frage, man kann selber entscheiden, wie jetzt die Quest weiterläuft und welchen Teil von Dawnguard man spielen will. Das heißt, ab hier wird es jetzt noch weitergehen. Ja, das war jetzt wirklich nur der Einstieg in die Quest. Da ist man auch schon über eine Stunde beschäftigt, schon allein mit von A nach B kommen. Wie gesagt, das ist am Arsch der Welt. Und ja, jetzt geht's hoffentlich richtig los. Bisher war es halt eben noch nicht so viel anders. Ein bisschen in Höhlen rumschleichen und Leute töten, ein bisschen Rätsel lösen. Fertig. Aber jetzt können wir rein theoretisch auch als finsteres Vampirwesen durch Himmelsrand ziehen. I will spare your life this once, but you will be banished from this hall. Perhaps you still need convincing. Behold the power! This is the power that I offer. Now, make your choice.